Willkommen zurück zu den Pokémon Battle Boys. Wir sind in Folge 5 angekommen, dem zweiten Kampf von Satz 2, wo wir jeweils 18 Pokémon bereits gerandomized haben und dem jeweils anderen jetzt deren Typ jeweils pro Slot dreimal drei Pokémon nennen, allerdings nicht die Pokémon-Namen, sondern... wir nennen ihn jedenfalls so, die Typ... beziehungsweise die Typ-Kombo, und er muss daraufhin entscheiden. So, eigentlich mega einfach. Guckt die letzte Folge, solltet ihr sowieso getan haben. Aber, um jetzt zu gucken, wie es funktioniert, fange ich jetzt einfach mal an bei dir. Und zwar kannst du für deinen ersten Pokémon-Slot entweder ein Kampf-Unlicht-Pokémon nehmen, ein Geist-Boden-Pokémon nehmen oder ein Fee-Pokémon. Geist-Boden. Geist-Boden, damit hast du einen Sankabu. Das ist diese Sandburg. Oh, cool. Ja, aber ich glaube, du wirst dich ärgern, wenn du merkst, was die anderen waren. Nee, denn du hast ein Pandagro verpasst. Okay, geht noch. Aber du hast auch einen Sashian verpasst. Der ist ja nur ein Legendary. Ja, aber ich habe auch nicht so gute Bindungen mit denen. Okay. Deine Sache. Und deine Pokémon sind Steinwasser, Gift oder Geist. Steinwasser, Gift oder Geist? Bei Steinwasser habe ich die Hoffnung, dass es Relikant ist, obwohl es eigentlich nicht gut ist. Steinwasser, Gift oder Geist? Ja. Ich nehme Gift. Dann kriegst du jetzt einen Schluppuck. Schluppuck? Das ist eigentlich ganz gut. Und liegen gelassen hast du einen Bitora oder Bethora und ein Echnatoll. Oh, Bitora war dieses mit den Köpfen oder dieses Kopfding da. Ja, ja, mit den Händen. Ja, ja, mit den Händen als Kopf, ja. Mit Schluppuck kann ich leben. Finde ich gut. Dann hast du entweder ein Geist-Pokémon, ein Normal-Pokémon oder ein Elektro-Pokémon. Ich kann dir schon wieder fürs Geist gehen. Ja, aber Geist hat halt auch viele gute, ne? Ja, ja. Und ich bin ein Geist-Trainer. Deswegen nehme ich... Elektro. Da haben wir wieder einen alten Bekannten, der war allerdings vorher mal auf meiner Seite stand, und zwar ein Voltriant, eine Ultrabestie. Nee, Sir. Ja, das war generell eine ganz gute Runde für dich geworden. Gut, ich habe echt gehofft, du nimmst den Geist, weil das wäre ein Fatalité gewesen. Das wäre nicht so gut gewesen. Oh, der ist auch cool. Oder ein Regigigas. Hast du auch verpasst. Alter. Wie wir einfach den Regis aus dem Weg gehen, ist unfassbar. Aber du hast dich für Voltriant entschieden, das ist mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Nope. Deine Pokémon sind Normalfee, Unlichtgeist habe ich geschrieben, aber es ist ein Geist. Oder Boden. Normalfee, Unlichtgeist oder Boden. Das könnte Normalfee. Ich habe so wenig Pokémon Ahnung, welche Typen die haben, aber könnte Pixie nicht Normalfee sein oder die Reihe? Deshalb nehme ich Normalfee. Sein, ja. Deswegen nimmst du Normalfee, dann kriegst du einen Knuddeluff. Auch das finde ich nicht so schlecht. Ja, ist not bad. Vor allen Dingen in der Auswahl mit Zubiris und Sandama. Sandama ist auch cool. Aber Knuddeluff ist da... Doch, mit Knuddeluff kann ich sehr gut leben. So, dann hast du entweder einen Geist, einen Geistflug oder ein Stahlgestein. Schwierige Nummer. Ich denke, ich werde Stahlstein nehmen. Stahlstein, dann hast du einen Stolos. Oh, not bad. Ja, Stolos kann man leben. Du bist damit leider erneut dem Ruf von der Fatalité-Reihe nicht gefolgt, denn Mortipod wäre das Geist-Pokémon gewesen und Geistflug wäre Driftlon gewesen. Aber du hast dich für Stolos entschieden, auch da kann man, glaube ich, mitleben. Deine Pokémon. Komm mal raus. Wasser? Elektro oder Steinflug? Steinflug könnte Aerodactyl sein. Nee, doch, das ist Flug. Nee, kann's nicht sein. Ich nehme mal Steinflug tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Aerodactyl! Ja, Mann! Verarscht. Das ist ein Flop-Trix. Verdammt! Ist nicht die Weite. Wie heißt nochmal die Weiterentwicklung von Floptix? Keine Ahnung. Archeopteryx? Ach ja, ach man, die hatte ich halt beide im Kopf. Auch, also. Das Weiterentwickelte hatte ich im Kopf.
Nee, aber die finde ich halt beide nicht schlecht, aber Flapterix ist halt ein Letdown. Aber die Auswahl war generell nicht so gut. Dort ist halt noch ein Pikachu oder ein Marikek. Oh, Marikek. Ist Marikek die zweite Entwicklung von... Vom Wasserstarter. Ja, ja, genau. Okay, Flapterix ist okay. So, dann hast du einfach die Auswahl aus Boden, Drache oder Geist. Wow, Alter. Erneut der Geist. Aber ich werde den Drachen nehmen. Du wirst den Drachen nehmen, auch wieder ein alter Bekannter, der ebenfalls mal auf meiner Seite. Also ich habe hier, die verraten mich alle, und zwar ein Chadrago. Oh. Aber wie ich hier hart verraten werde von meinen ganzen ehemaligen Freunden. Ja, die sehen, dass du hier nichts reißt. Das ist frech. Bist du wirklich frech? Ich würde ein Chadrago schreiben. Da ein Trunigun. Budigon. So, ja, jetzt kommt die Gruppe, vor der ich Angst habe. Du hast entweder ein Normal oder ein Unlichtfee oder ein Normalboden. Ich hab halt schon ein Normal-Pokémon. Denk da hart nach. Also Normal, Unlichtfee oder Normalboden? Normal, Unlichtfee oder Normalboden. Normal könnte halt wieder fast alles sein. Unlichtfee. Was ist denn Unlichtfee? Ja. Vielleicht ist es OP. Vielleicht kann es auch gehen. Wer weiß das schon? Weißt du was? Ich nehme Normalboden. Das ist Normalboden. Und damit kriegst du einen Krabbelt. Ja, das kann das halt aus. Und du hast verloren, ein Bämon. Was ist denn ein Bämon? Ja, das neue Unlichtfee-Pokémon. Was so aussieht wie ein kleiner Imp. Impedon. Ach, das Ding, ja. Und ein Porygon Z. Aber da fände ich mit Gravit habe ich eine gute Wahl getroffen. Porygon Z ist viel besser. Gravit hält übelst viel aus. Weg Gravit. Mit dem, den Gravit. Weg. raus mit die Hasen. So, du hast die Wahl zwischen einem Unlicht-Pokémon, einem Normal-Pokémon oder einem Fee-Pokémon. Dann nehme ich die Fee. Dann kriegst du ein Fluet. Ein Fluet? Das ist dieses Blumending. Aber die zweite Stufe. Ja. Das ist in Ordnung. Du hast allerdings ein Absol verpasst. Absol. Und ein Ordoch. Alles ja nicht so geil. Ordoch ist... Ein guter Tank, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Fluet hat immerhin Geschichte. So, dein letztes Pokémon wird... Nee, das ist mein fünftes. Ja, der fünftes, dann habe ich irgendwas übersprungen. Ah ja, da. Sorry. Na, ist, die Reihenfolge ist ja nicht so wichtig. Wasser, Steinstahl oder Geistpflanze? Geistpflanze könnte dieses dumme... Könnte vieles sein. Das könnte Sherrymon da sein. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Das könnte auch die Kürbisse da sein. Das ist eine sehr gemischte Auswahl. Wasser, was? Steinstahl oder Geistpflanze? Vielleicht Stein schon. Ich nehme Wasser. Du nimmst Wasser und damit kriegst du einen Weimar. Ich habe übelst die Tankmaschine hier am Start. Und verloren hast du ein Paragoni. Das ist der Baum. Sherrymon Vorstufe. Ja, genau. Und ein Stakataka. Was ist das denn? Eine Überbestie. Ach, scheiße. Stakataka. Ja. Ich kann es nicht mehr aussprechen, so schade finde ich es nicht. So, du hast die Auswahl aus Pflanze, Boden oder Boden. Also, da es sich ja so gut anbietet, werde ich die Pflanze nehmen. Ist ein Chimstix, das heißt, du entwickelst dich weiter. Das ist nämlich die zweite Entwicklung von dem Starter. Und im ersten Satz hattest du ja bereits ein Chimpep. Und du hast aber nicht viel verpasst. Das andere wäre ein Funpi gewesen oder ein Knackleon. Ja, ist ja ganz gut. Da ist mit Chimstix ist nicht die schlechte Wahl aus den dreien. Die schlechteste Wahl. So, was wird mein letztes? So, ja, jetzt kriegst du dein letztes. Und zwar ein Käfer, ein Wasser oder ein Eis-Pokémon. Das letztes Mal so super funktioniert. Das Problem ist halt, ich hab's ja schon im Kampf erwähnt, es gibt halt echt 1, 2, 3, 4 richtig coole Käfer, aber dafür gibt's halt auch 500, die absolut nichts können. Das stimmt.
Und sowas wie Papinella oder so, die halt noch halbwegs kurz sind, sind alle Flug noch mit dabei. Deshalb nehme ich. Das stimmt auch. Nehme ich das Eis-Pokémon. Was ist das denn? Das Eis-Pokémon. Bist du dir ganz sicher? Was könnte denn nur Eis sein? Ja, komm, nur Eis passt. Ja, was ist denn nur ein Eis? Vieles. Gelatino ist zum Beispiel nur Eis. Nee, das ist doch Gelatino, glaube ich, nur Eis. Nee, das sind zwei Eis. Denn du hast ein Gelatini. Oh, dammit. Dammit. Na, und aber verpasst hast du ein Quapsel und ein Zirpeisel. Zirpeisel wäre Meme-Faktor. Ja, aber Quapsel ist jetzt Gelatini ist. Ich habe wieder mein Maskottchen gefunden. Gelatini. Ja. Damit gehen wir eigentlich. Ich kann ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ryu geht mit einem Sankapu, einem Voltriant, einem Stolos, einem Shadrago, einem Fluet und einem Chimpstix in den Kampf. Und ich gehe mit Schluppuck, Knuddeluff, Flapterix, Grabbit, Weilmar und Gelatini in den Kampf. Und diesen Kampf seht ihr jetzt. So, da sind wir beim Kampf angekommen. Wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, bin ich doch nicht mehr so zuversichtlich wie gerade eben. Ich hab's dir gesagt. Ja. Ich hab schon ein paar Leute dabei, die doch tatsächlich. Also eigentlich. Ja. Mal gucken. Ja. Eva Hase? Bugs Bunny. Knaller Job, ne? Hä? Bugs Bunny. Ach! Oh, Merlin, Alter. Komm, ist so lustig. Dafür wirst du bestraft. So lustig. Werde ich dafür bestraft? Fuck, ich dachte, das reicht. Das ist jetzt schon mal scheiße. Ich hab echt gehofft, das reicht. Aber gut, ich habe eh nicht geplant, Grabbit irgendwann auszuwechseln. Auswechseln ist was für Loser. Du hast das Grasfeld. Aber weißt du, was ich hab? Was denn? Ja, vielleicht hab ich sagen, nichts. Nee. Okay. Scheiße, als ob das reicht. Ich habe extra, ohne Witz, extra für diese Stelle habe ich Ice Punch mitgenommen. Und dann bist du zu langsam. Das Ding ist, wenn halt fucking die zweite Entwicklung von Chimpep mein mit Abstand stärkstes Pokémon one-hitted, bin ich, was soll ich machen? What should I do? Also, ja. Ich glaube nicht, dass ich hier mit Chimpep durchfighten werde. Boston. Stone das ist nicht wieder ein Wrestler? Austin. Ja. Stone Cold Steve Austin. Hab ich eigentlich nur, weil er einen Move hat, der Priority hat. Und du dadurch immer langsamer bist. Nein! Feige Sau! Das ist ein guter Name. Ja. Das Ding ist, ich glaube, der wird dich nicht überleben. Ja, du bist ja. Krass. Oh, Alter, das war ja gar nicht. Ey! Mach mich nach! Ich hab das zuerst ausgewählt. Also, wir machen ja jetzt schon. Schön. Fee. Naja, ich mach's jetzt einfach nur. Muss ja nicht meine Geheimwaffe sofort auspacken. Okay. Das Problem ist ja schon unter anderem, warum ich mich feige Sau genannt habe, ist das ja, was meine Attacke ja sowieso schon halbiert ist aktuell. Sonst wärst du wahrscheinlich sogar schon fucking tot. Ich weiß. Hilf, warum bist du schneller? Ich war gerade eben auch schon schneller. Nee, gerade eben war doch. Ich das. Nein, du, beim zweiten Move warst du schon nicht schneller als ich. Warum das denn? Keine Ahnung. Vielleicht waren wir im Speed-High und so. Also feige Sau. Ja, als ob da die Pflanze schneller ist. rau. Einfach no shit, rau. Ja, ich habe einfach das Adjective genommen, was die am besten schreien. Ja Mensch, das Retten sie überlebt, das wundert mich jetzt aber. Der Gillenleiter! Der Gillenleiter! Of course, it's the Gillenleiter. Aber darauf war ich vorbereitet. Echt? Ja. Fuck.
Ja, jetzt ist halt vorbei. Das war dann meine einzigen beiden Pokémon, die was konnten, gegen Leiter und Käferhase. Ach. Das ist einsam an der Spitze, Mann. Ja. Hat ja. Wegen den Lippen. Ach so, okay. Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Hey. Die sind ohne Hände, Mama. Pressure. Druck! Ich muss jetzt selber auch nochmal Outrage aussuchen. Der ist doch der Sinn. Ist das nicht Outrage? Ich dachte, das läuft automatisch schon durch. Weil ich ja eh nichts mehr einsetzen kann. I literally lost. So, ist egal. Ach man. Damit hat Rio den zweiten Satz sogar schon gewonnen. Aber ja, machen wir das dritte trotzdem noch? Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Ich will jetzt zumindest meinen Ehrenpunkt vielleicht noch. Vielleicht habe ich dann ja auch einmal Glück. Weil die Teams. Naja. Auf jeden Fall GZ. Ich sag dazu nichts. Ja, es ist halt. Ich habe ein bisschen mehr von Käferhase erwartet, aber gut. Ich habe sogar versucht vorauszudenken, hat nicht geklappt. Aber wir sehen uns dann. Also wie gesagt, der zweite Satz geht an Rio. Insgesamt steht es 4 zu 1. Ganz schön bitter. Aber... 4 zu 1? Ja, doch. 4 zu 1, wirklich? Hä? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.